Dankeschön, das macht Mut, sonst Wasser gehen in Hose. Ja. Ja. Lieber Dr. Max Otterbrucker, liebe Ilse, liebe Freundin, liebe Freunde, Voltaire oder die Waffe des Geistes? Erinnern wir uns, wir haben in den letzten 2,5 Jahren einen Rundgang durch die europäische Philosophie der Aufklärung am Ende des Mittelalters unternommen, nachdem wir die antike Philosophie absolviert hatten. Wir waren bei Giordano Bruno. Giordano Bruno, Sie erinnern sich, ein Vertreter einer kosmischen, galaktischen Philosophie und Religion, einer Begründung der Religion gegen den Exklusivitätsanspruch der römisch-katholischen Kirche, eine mit Drewermann zu sprechen internationalistische, humane Religion. Giordano Bruno, der für dieses große Wagnis, der Mönch Giordano Bruno, der von der römisch-katholischen Kirche im Jahr 1600 auf dem Scheiterhaufen in Rom verbrannt wird. Giordano Bruno, ein Vertreter der aufstrebenden Intelligenz, der blühenden italienischen Stadtstaaten. Italien ist im Umbruch und bringt die besten Geister im Zeichen des Bürgertums hervor. Erinnern wir uns an Baruch de Spinoza, den großen jüdischen Philosophie, der eine Philosophie der Diesseitigkeit begründet, der die mittelalterliche Scholastik mit großer Wucht beendet, in seiner berühmten Formulierung Deus sive natura, Gott oder die Natur, Gott ist Natur, die Natur ist göttlich. Das Göttliche manifestiert sich in all dem, was um uns ist, von jeder Blume bis zu jeder Wolke, auch ein grandioser ökologischer Gedanke, der Gott hineinnimmt in die irdische Welt und der eine Philosophie der Begründbarkeit der Welt entwickelt. Spinoza, ein Vertreter der blühenden Niederlanden, nach dem Abfall von Spanien, einer blühenden bürgerlichen Republik und der Geistesfreiheit. Und auch Spinoza wird verfolgt, von der eigenen jüdischen Gemeinde exkommuniziert und von der römisch-katholischen Kirche wird sein Werk, vor allem die Ethik, auf den Index Librorum Prohibitorum, auf den Katalog der verbotenen Bücher gesetzt. Und Spinoza, der versucht, eine Ethik more geometrico nach mathematischer, nach wissenschaftlicher Art zu entwickeln. Wir sind in das Land Frankreich gegangen zu René Descartes, gestorben 1656. René Descartes, den Begründer der wissenschaftlichen Methodologie, den Begründer der Philosophie, die sich auf Beobachtung, auf klare Schlussfolgerungen und nicht mehr scholastisch-spekulative Annahmen stützt. Descartes, der das große Projekt Moderne ins Auge fasst, dass alles machbar ist, dass alles veränderbar ist, dass auch der Mensch nach der Analogie einer Maschine funktioniert. Descartes, der sozusagen uns damit auch den Januskopf unserer Wissenschaft eröffnet. Einerseits der grandiose Fortschritt der Naturwissenschaft, der Siegeszug des rationalen Denkens und des Umgangs mit der Natur, des Bewussten, der aber andererseits in diesem verwegenen Projekt, das Projekt Moderne, uns zu einer Hybris, zu einem Übermut auch führt, dass eben alles machbar ist, dass selbst der Tod ausrottbar ist, dass der menschliche Körper für ewig erhalten werden kann und der uns auch aus dem Kreatürlichen hinauswirft und der vor allen Dingen die leibseelische Einheit des Menschen zerstört zugunsten einer wissenschaftlichen Messbarkeit, zugunsten der wissenschaftlichen Parameter. Und wir stehen ja heute vor den Folgen einer Wissenschaft, die sich selbst nicht mehr reflektiert, ihre Grundlagen philosophisch nicht mehr reflektiert und die von dort her, Martina Bang hat uns das ja bewegend eröffnet, die etwa in der Genmanipulation nicht mehr Forschung, sondern Manipulation der Natur betreibt. Wir waren bei Thomas Hobbes, dem ersten großen englischen Philosoph.
Thomas Hobbes, der uns etwas gezeigt hat von der furchtbaren Natur des Menschen, die gerade in der Neuzeit mit der beginnenden Technologie sichtbar wird. Thomas Hobbes, der von der Zähmung der Bestie Mensch gesprochen hat. Thomas Hobbes, der ein Zeitgenosse der blutigen englischen Revolution des 17. Jahrhunderts ist. Hier war schon 100 Jahre vor der französischen Revolution von 1789, hat sich das Bürgertum blutig an die Macht geputscht und hat die Monarchie in ein konstitutionelles, demokratisch modifiziertes System gezwungen. Aber hier sind auch sozusagen alle Bestien der Gewalt sind entfesselt worden. Und er, der ein System des Gesellschaftsvertrages weit vor Jean-Jacques Rousseau, dem Zeitgenossen Voltaires, entwickelt und der zum ersten Mal nicht mehr von der göttlichen Begründung der königlichen Herrschaft ausgeht, sondern sagt, die Menschen, diese Bestien, wo einer dem anderen Wolf ist, Homo homini lupus. Die Menschen selbst haben einen Gesellschaftsvertrag gemacht und haben diesen König als eine Art Dompteur über sie eingesetzt. Eine sehr vertrackte, sowohl konservative wie fortschrittliche Definition von Staat und Gesellschaft. Thomas Hobbes natürlich auch ein Vertreter des aufblühenden, wirtschaftlich dynamischen Englands, des ökonomisch fortgeschrittensten Landes in Europa. Nun sind wir bei Voltaire. Und man kann sich fragen, wer ist dieser schrille Mann, dieser eitle Mann, dieser dynamische Mann, dieser immer in Bewegung befindliche Publizist, Historiker, Dichter, Tagesjournalist? Wer ist dieser Mann, der einmal so ganz existenzphilosophisch von sich sagte, der Mann, der von einem Kirchturm herunterfällt, sich in der Luft ganz munter hält und sich sagt, schön, wenn es nur so weitergeht, der Mann bin ich. Soweit Voltaire. Voltaire wird geboren 1694 als Sohn der reichen Juristenfamilie Arouet. Sein Name ist François Marie Arouet. Der Vater ist juristischer Berater des aristokratischen, des Hochadels von Frankreich, der Herzöge von Sully, Saint-Simon und anderer Familien. Der Vater ist Verwalter der Gerichtsgebühren und Geldstrafen, die bei der Pariser Rechnungskammer eingehen. Der Vater ist Millionär, der Vater gehört zur Haute-Volée der französischen Großbourgeoisie, ist kein Adeliger, ein Großbourgeois. Als der kleine François 7 Jahre alt ist, verliert er seine Mutter. Er hat eine Schwester Catherine und einen engstirnigen, bigotten, brüden, frömmelnden Bruder Armand, mit dem er bis zu dessen Tod im Clinch liegen wird. Der kleine Arouet ist ein schwächlicher Junge. Die Hebamme prophezeit ihm, dass er den ersten Tag nicht überleben wird, aber er wird 84 Jahre alt werden. Er wird nie gesund sein, er ist klein, die Zähne fallen ihm sehr früh aus. Ich habe übrigens mal verfolgt, was er so gegessen hat, es war verheerend, verheerend. Es war ganz spannend, wenn man so die Philosophen und die Diätetik betrachtet. Nicht alle Philosophen sind Diätetiker, wie etwa Pythagoras, der vor dem Fleischgenuss gewarnt hat und die gesunde Ernährung bevorzugt hat. Er hat immer wieder, war ewig schlaganfallgefährdet und außerdem war er auch ein grandioser Schauspieler. Es gibt Dutzende von Briefen, wo Voltaire immer geschrieben hat, er läge auf dem Totenbett. Der Mann ist seit etwa ab dem 40. Lebensjahr fast chronisch auf dem Totenbett gelegen. Das ist eine stolze Leistung. Also Sie sehen schon, das ist auch eine schauspielerische Natur. Stellen Sie sich mal eine Figur vor, zusammengemixt aus Harald Juncker und Marcel Reich-Ranicki. Dann haben Sie so manche Züge von Voltaire. Fritz Riemann würde sagen, der war depressiv-hysterisch. Letztlich ein melancholischer Mann, ein Mann, der größte Strecke seines Lebens vergeblich nach der Liebe gesucht hat, der viel innere Einsamkeit hatte, der auch gallenbittere, skeptische Züge hatte, als Philosoph wie als Privatmann. Und er hatte diese schauspielerische, inszenierende, hysterische Darstellungsfreude, den Exhibitionismus, das, was Menschen hingerissen hat. Er hat auch in unzähligen seiner eigenen Schauspiele hat er als Schauspieler mitgewirkt. Und man erzählt sich, dass die professionellen Schauspieler, sein Biograf Jean Aurieux berichtet das etwa, dass die professionellen Schauspieler immer gesagt haben, Monsieur de Voltaire, nicht so viel Gästen, nicht so dramatisch, er hat's geliebt zu inszenieren. Nun,
Voltaire, welche Landschaft tritt er an? Welche Geisteslandschaft, welche politische Landschaft? Wir müssen uns vorstellen, ich habe vorher noch vergessen vorzustellen, wir waren natürlich auch dem Land Leibniz in Deutschland. Wir haben ja auch den Philosophen Leibniz behandelt, den Philosophen, der in Deutschland nach dem Westfälischen Frieden, nach 1648, in diesem feudalen Fleckerlteppich lebte, mit diesen 360 Fürstentümer und Duodez-Fürstentümer und Zwergenstaaten und reichsfreien Städten, all diesem Kuddelmuddel, und in einem Land, das überhaupt nicht mehr außenpolitisch handlungsfähig war und das wirtschaftlich am Boden lag, das jegliche große geschichtliche Rolle auf dem europäischen Kontinent ausgespielt hatte, dieses stolze Deutschland, das in der Stauferherrschaft bis Sizilien reichte. Leibniz hat da noch versucht, in Deutschland zumindest eine Gelehrtenrepublik zu begründen, eine geistige Herrschaft, eine geistige Union aus Deutschland zu formen, und hat diesem zerrissenen Deutschland seine Philosophie des Optimismus entgegengestellt, dass wir in der besten aller Welten lebten, und hat in seiner Monadologie einen metaphysischen Optimismus zu begründen versucht. Voltaire trifft ein Frankreich an, das ein Koloss auf tönernen Füßen darstellt. Frankreich ist nach dem Westfälischen Frieden das führende Land auf dem Kontinent geworden. Die Diplomatensprache Latein wird seit dem Westfälischen Frieden durch die Diplomatensprache Französisch ersetzt, und alle Welt blickt auf das Zentrum hin, auf das Zentrum Paris, auf das Zentrum Versailles und auf das Zentrum Ludwig des 14., des berühmten Sonnenkönigs. Wenn man genau hinschaut, ist unter dieser strahlenden Fassade, man muss sich nur dieses gewaltige Versailles vor Augen halten, da nagt der Wurm. Es ist fast wie eine Art Potjemkinsches Dorf. Es sind nur Bühnenkulissen. Dahinter kollabiert und dümpelt ein wirtschaftlich ruiniertes Frankreich rund 100 Jahre vor sich hin, ständig am Rand des Staatsbankrotts und in einer inneren Verfassung, die Frankreich nicht mehr lebensfähig macht. Das Alte geht nicht mehr, und das Neue, sprich die Revolution, sprich die bürgerliche Herrschaft, ist noch nicht gekommen. 100 Jahre lang, bis 1789. Wir haben vor allen Dingen drei Stände. Wir haben den obersten Stand, die Aristokratie, mit rund 150.000 Menschen in Frankreich. Wir haben den Klerus mit rund 100.000 Personen. Diesen beiden Ständen gehört Frankreich. Der hohe Klerus, im Klerus gibt es eine Klassenspaltung, die Bischöfe auf der einen Seite und der zum Teil auch arme Klerus im Dorf auf der anderen Seite. Aristokratie und hoher Klerus beherrschen Frankreich. Ihnen gehört Frankreich. Und die übrigen über 23 Millionen Bürger, vor allen Dingen 20 Millionen Bauern und noch einen kleinen Rest von 3,5 Millionen Städter, sind die Unterdrückten. Sie müssen diese beiden Stände ernähren. In einer ungeheuerlichen Misswirtschaft, alles Geld wird nach Versailles gepumpt, alles Geld wird in den Hofadel gepumpt. Dieses Land ist nicht lebensfähig, es lebt auf Pump, und es erhebt drakonische Steuern auf die Bauern. Es ist ein ungeheuerlicher Zustand. Der Stand, der in Frankreich am meisten hungert, sind die Bauern. Die produzieren, werden ausgebeutet. Bis geht nicht mehr, ihnen gehört in der Regel auch der eigene Grund nicht. Sie sind quasi moderne Form der Leibeigenen. So der Zustand Frankreichs, der sozusagen nur mit einer äußeren diplomatischen Tünche umgeben ist. Am Hof herrscht eine Atmosphäre schwer erträglicher Bigotterie, Heuchelei und Frömmigkeit unter Ludwig dem 14. und seiner Mätresse, der Herzogin von Maintenon. Gegen diese absolutistische Diktatur von Thron und Altar erheben sich Reformkreise innerhalb der Aristokratie auf der einen Seite. Es gibt eine Reformfraktion des Adels, die später in der Französischen Revolution eine große Rolle spielen wird. Denken Sie mal nur allein an den Grafen von Mirabeau. Und vor allen Dingen im aufstrebenden Bürgertum, das sich gegen diese engen Fesseln wehren muss und das vor allen Dingen über einen hohen Bildungsgrad verfügt, im Gegensatz etwa zu den analphabetischen Bauern. Der junge François Arouet wird mit 7 Jahren nach dem Tod seiner Mutter in das Jesuitenkolleg Louis Le Grand gesteckt. Er lernt mäßig, die Bildungsleistungen der Jesuiten in Frankreich sind nicht sehr hoch. Sie sind fast ständig in Streitigkeiten mit den Jansenisten verstrickt.
Und er, schon als Schüler wird deutlich, dass er ein scharfzüngiger Geist ist, dass in ihm dichterische Qualitäten stecken. Er schreibt sehr viele Elogen, also Lobgedichte auf Lehrer, auf öffentliche Persönlichkeiten. Er erringt schon als Schüler Preise und er sagt sehr erinnernd an, was wir gestern gehört haben, nochmal von Pfarrer Huber, sehr erinnernd an Hermann Hesse, sagt er, ich will Dichter werden und nichts anderes. Dass er erbost seinen tüchtigen Vater auf das Äußerste. Der junge Voltaire hat einen tragischen Zwiespalt mit dem Vater bis zum Tod des Vaters. Der Vater hält seinen Sohn für einen Tunichtgut, für einen Schmarotzer, für einen Maulheld und er wird ihm bis am Schluss nicht erkennen, was für einen begnadeten Sohn er hat. Also was bei Hermann Hesse die pietistische Enge war, das ist in der Familie Arouet diese reine bürgerliche Erwerbstüchtigkeit, das rein juristische Denken. Aber Voltaire lässt nicht nach. Wie er die Schule verlassen hat, bewegt er sich im Kreis des Tempels. Im Tempel sammeln sich die Reformadeligen, das sind Freisinnige, Freigeister. Sie orientieren sich an den englischen Freethinker, an den englischen Freidenker. Sie verachten die absolute Monarchie, sie spotten über die Dummheit und den Dünkel der Kirche. Sie stecken andererseits dauernd in die Gefahr, in die Bastille gesteckt zu werden. Denn es ist ein gefährliches Spiel und Frankreich ist ein Land der Rechtslosigkeit. Erinnern wir uns an einen einzigen Fakt, der König ist jederzeit befugt, einen Untertan mit einem sogenannten Lettre de Cachet in das nächste Gefängnis einweisen zu lassen, mit diesem Gefängnis, mit diesem Verhaftungsbrief. Und der König ist nicht gehalten, einem Gefangenen den Prozess zu machen. Er kann ihn einfach ohne Prozess im Gefängnis behalten. Dem Marquis de Sade ist das etwa passiert, ohne Anklage Jahrzehnte eingekerkert zu sein. Nun, 1715 stirbt Ludwig der 14. Die Hoffnung tut sich auf ein liberales Regime. Es kommt als Vormund des noch unmündigen Ludwig des 15. kommt der Herzog Philipp von Orléans, ein liberaler Geist, ein Geist der Wissenschaft. Er ist Sohn der deutschen Liselotte von der Pfalz, eine der gescheitesten, großartigsten Frauen, die Deutschland je hervorgebracht hat. Und alles hat Hoffnung auf eine Wende. Der Herzog von Orléans ist bekannt für ein freizügiges, erotisches Erleben und da kommt es zur ersten Katastrophe in dem katastrophenreichen Leben Voltaires. Voltaire wird verdächtigt, eine Schmähschrift, ein Pamphlet, eine Diatribe gegen Philipp von Orléans verfasst zu haben mit dem Inhalt, Philipp von Orléans hat der herrschende Zwischenregent Frankreichs habe ein inzestuöses Verhältnis mit seiner eigenen Tochter, der Herzogin von Berry. Und ausnahmsweise stimmt es nicht, Voltaire, der eine Dutzende von Schmähschriften in seinem Leben veröffentlicht und unter Pseudonymen oder Anonymen in den Druck gegeben hat, diesmal war er es nicht. Der Herzog von Orléans verfügt, dass der Sohn des Herrn Arouet verhaftet und in die Bastille überführt wird. Und hier passiert etwas, was Voltaire Zeit seines Lebens nie vergessen hat, was ihn tief geprägt und bitter gemacht hat und was ihn hat vorsichtig werden lassen wie ein Fuchs. Er verbringt 11 lange Monate ohne ein Gerichtsverfahren und schuldlos in der Bastille. Und es gelingt weder seinem so hoch angesiedelten Juristenvater noch seinen Freunden, ihn aus der Bastille zu befreien. Da erlebt er einmal die völlige Willkür für eine Schrift, die ein anderer geschrieben hat, wird er eingekerkert. Der kann sich keinen Anwalt nehmen, nichts, es ist aussichtslos. Nun, Voltaire wäre nicht Voltaire, wenn er nicht das gemacht hätte, was so viele Gefangene etwa auch im deutschen Faschismus gemacht haben, Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter, Christen, die in Bonhoeffer, die in der Haft geschrieben haben, die in der Haft ihr Leben reflektiert haben. Voltaire, dem ausdrücklich das Schreibzeug verboten ist, denn er ist jetzt bereit, er ist ein junger Publizist, er ist bekannt für seine scharfen Schriften, schmuggelt einen Bleistift ein und er schreibt in dieser Zeit die Henriade. Die Henriade ist das große französische Nationalepos, lehnt sich an Vergil, Aeneas. Es ist das Nationalepos über den größten französischen König Henri IV., der in Frankreich die Zeit der Religionskriege beendet hat, der ein Toleranzedikt erlassen hat zugunsten der Protestanten, zugunsten der Hugenotten. Und der Frankreich Wohlstand brachte und der die verschiedenen politischen Klassen miteinander versöhnte.
Heinrich Mann hat in seinem wunderschönen doppelten Romanwerk Jugend und Vollendung des Henri Quatre diesen Souverän gewürdigt. Es war der Souverän, der dem französischen Volk versprochen hat, dass den Bauern versprochen hat, dass jeder Bauer am Sonntag sein Huhn im Topf hat. Ja, diese Henriade ist also ein Verswerk aus Versen über die Herrschaft dieses gütigen, großen Königs, in dem ist ein flammendes Bekenntnis zum Frieden und zum Toleranz. Es ist die Idee der Humanität und einer konfessionslosen, natürlichen Religion. Denn die natürliche Religion wird eine große Rolle spielen. Die Henriade hat Voltaire das ganze 18. Jahrhundert durch unsterblich gemacht bei den Franzosen. Sie haben den warmherzigen demokratischen Impuls dieses Nationalwerkes verstanden. Sie haben seine verborgene Implikation, seine Stoßrichtung gegen das herrschende Könighaus sehr deutlich aufgefasst. Es ist nebenbei gesagt auch eines seiner materiell erfolgreichsten Werke. Er wird später, allein an der ersten Auflage der Henriade auf heutige Verhältnisse umgerechnet eine 500.000 Mark verdienen. Ich sage das deswegen, weil Voltaire zu einem der tüchtigsten Schriftsteller der Welt gehört hat und ein ungeheuerlicher Geschäftsmann war und einer der wenigen Millionäre unter den Philosophen und Literaten. Ähnlich wie Seneca war er ein Multimillionär und er wusste auch warum. Er hat alles getan, um sich durch das Geld sicher zu machen, um nicht in Botmäßigkeiten zu kommen. Wenn er schon kein Adeliger war, dann musste er eine gewisse Sicherheit haben, um überleben zu können. Nun, Voltaire erfasst sehr deutlich die Situation, wenn er eine gesellschaftlich anerkannte und materiell einträgliche Stellung haben will, es ist immer noch Arouet, ich muss mich korrigieren, François Arouet, dann muss er schauen, dass er hoffähig wird. Das ist natürlich sehr schwer, nachdem er gerade von dem Regenten in die Bastille eingekerkert wurde wegen Beleidigung der königlichen Person. Er schreibt ebenfalls im Kerker seine Tragödie Ödip, also Ödipus. Und diese Tragödie reiht sich ein in eine Kette von insgesamt 40 Tragödien und Dramen und Opernlibrettis. Was wir heute gar nicht mehr wissen, Voltaire war der fruchtbarste, bekannteste und erfolgreichste Dramatiker des französischen 18. Jahrhunderts. Er war es in der Tradition des französischen 17. Jahrhunderts, also in der Tradition von Corneille und Racine. Er war als Verfasser von Dramen ein Epigone. Sie sind heute, von heute aus gelesen, sterbenslangweilig, ein Pathos, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Lessing hat mit Recht gegen diese Art französischer Dramaturgie und Schreibweise polemisiert. Aber so epigonal, so imitatorisch diese Dramen, auf die Voltaire außerordentlich stolz war, hat sich in erster Linie als Dichter verstanden, ein Leben lang. So epigonal sie sind, so revolutionär sind sie in ihrem Inhalt. Denn Voltaire macht zeitlebens aus der Bühne eine Kanzel. Und gerade in diesem Ödipus-Beispiel, in diesem ersten Stück, um es einmal an einem einzigen Stück zu zeigen, da schildert er den alten Götterglauben, die Heiligkeit der Priester und ihre dunklen Orakel. Und er gibt deutlich zu verstehen, dass er an der Ehrlichkeit dieser Gottesfunktionäre zweifelt, dass er an der Ehrlichkeit ihrer göttlich für göttlich ausgegebenen Offenbarung zweifelt. Und das ganze Stück Ödipus ist ein flammendes Plädoyer, sich von den Bevormundungen, von den Ketten einer absolutistischen, diktatorischen Kirche zu befreien. Und mit Pfarrer Huber zu sprechen, von den knechtenden Gottesbildern, von den erniedrigenden Gottesbildern, sich zu befreien. Das hat auch den Erfolg des Dramatikers Voltaire ausgemacht. Diese Stücke wurden verstanden, die haben ungeheuerliche Aufführungszahlen bekommen. Das Theater war ja damals das öffentliche Darstellungsmittel für öffentliche Tendenzen, für neue Strömungen. Denken Sie mal, wie der Beaumarchais mit seinem Figaro, seinem berühmten Figaro-Libretto, wie der zu einem der geistigen Zündfunken der französischen Revolution wurde. Die Bühne war ein Ort der Aufklärung und Voltaire hat der Jesuitenbühne, die Bühne der Gegenaufklärung, der Gegenreformation war, ich habe als Schüler noch viel gespielt auf der Jesuitenbühne, alles reaktionäres Zeug, dem hat Voltaire die progressiven Inhalte auf der Bühne gegenübergestellt. Voltaire wird berühmt, auch über diese ersten Tragödien. Er bekommt entsprechende Renten und Pensionen vom Hof bewilligt.
Und er bedankt sich bei Philipp von Orléans mit den Worten, und da erkennen wir die Ironie von Voltaire. Voltaire ist ein Spötter, Voltaire ist ein Feuerwerk, wo man ihn liest. Da schrieb er: Monsieur, ich bin ungemein dankbar, dass eure königliche Hoheit für meine Beköstigung sorgen, also sprich Rente. Aber ich flehe eure Hoheit an, sich nicht mehr um mein Logis bekümmern zu wollen. Also die Bastille hat mir gereicht. Philipp von Orléans stirbt 1725, Ludwig XV. Kommt ins Amt. Voltaire gelingt es am Anfang noch, das Wohlwollen der Frau von Ludwig XV. Zu gewinnen. Das ist die berühmte polnische Maria. Er liest ihr seine neuesten Stücke vor. Er gerät so in eine Figur eines königlichen Beraters. Aber Ludwig XV. Ist ein bigotter Geist, ein enger Geist. Er hasst Voltaire und unterbindet das auch sehr schnell. Voltaire ist mittlerweile wohlhabend geworden, sein Vater ist gestorben. In einem jahrelangen Gerichtsprozess mit seinem Bruder Armand, der übrigens früh sterben wird, holt er sich seinen Zwangsanteil am Erbe heraus und saniert sich. Es begibt sich hier im Jahr 1726, und ich denke, das Leben von Voltaire zu erzählen, heißt ein Stück Philosophiegeschichte zu erzählen. Es begibt sich die zweite Katastrophe im Jahr 1726. Nennt sich Monsieur de Voltaire. Das heißt, er legt sich einen neuen Namen zu, Voltaire, ein Anagramm, ein Spiel mit seinem alten Namen, es werden Buchstaben vertauscht, und er nobilitiert sich selbst. Er adelt sich, de Voltaire. Hier wird ein konservatives Moment von Voltaire deutlich. Voltaire hat sich innerlich immer stark am Adel orientiert, hat adelige Lebensformen kopiert. Und Voltaire hat gesellschaftlich, staatsrechtlich die Hoffnung einer Erneuerung Frankreichs von einem Reformkönigtum versprochen, nicht von einer bürgerlichen Gesellschaft. Dass da die Französische Revolution darüber hinwegging, das hat Voltaire sicher nicht gewollt, aber er hat es provoziert. In Voltaire mischen sich, wie so oft bei Philosophen, die konservativen und die revolutionären Motive in einer ganz irritierenden Mischung. Was passiert in dieser Katastrophe? Ein Adeliger, der Herzog von Rouen, sie haben unter anderem die Bischöfe in Straßburg, die elsässischen Bischöfe gestellt, also eines der reichsten und mächtigsten weltlichen und kirchlichen Geschlechter Frankreichs, beleidigt Voltaire. Er macht ein Wortspiel mit Voltaires Namen und sagt: Wer sind Sie denn überhaupt? Sie sind doch eine kleine Laus. Und Voltaire gibt ihm sehr scharf und geschliffen zurück. Und was macht der Herzog von Rouen? Er bestellt zwei Diener, und zwei Diener von Rouen schlagen Voltaire auf offener Straße zusammen. Und sie können es ungestraft tun. Alle adeligen Freunde von Voltaire verlassen ihn in dieser Situation. Keiner steht ihm bei. Die Gerichte weigern sich, Voltaires Klage anzunehmen, weil jeder Richter Angst hat vor dem Herzog von Rouen, dem ganzen königlichen Klüngel. Und die Katastrophe wird noch schlimmer. Rouen seinerseits benutzt die politische Polizei Frankreichs, und schafft es, dass Voltaire erneut in die Bastille eingekerkert wird. Die dritte Katastrophe in Voltaires Leben. Zum zweiten Mal sitzt er nun in der Bastille. Sein Leben beginnt sozusagen mit ständigen Gefängnisaufenthalten, und in seiner Verzweiflung trifft Voltaire einen ungeheuerlichen Entschluss. Er schlägt dem Kommandanten der Bastille und den politischen Ordnungskräften vor, sie sollen ihn freilassen, er würde dafür nach England ins Exil gehen. Auch hier wieder ein Schicksal, wie der Geist exmittiert wird. Das ist ja eine lange Geschichte von Ovid, der im Exil gewesen ist, über einen Voltaire, über einen Descartes, der im schwedischen Exil war, und im holländischen über einen Spinoza, der sich vergraben hat, über einen Hobbes, der im französischen Exil war, über einen Stefan Zweig, über einen Thomas Mann, bis zu Wolf Biermann, der aus seinem eigenen Land herausgeschmissen wurde. Der Geist ist immer etwas Gefährliches. Der Geist ist eine ungeheuerliche Waffe. Und von dort her, denke ich, hat Frau Däubler-Gmelin sehr recht gehabt, dass wir uns wehren können, dass wir viel stärker sind, als wir sind. Das wichtigste Instrument, das wir haben, das ist zwischen uns, unseren beiden Ohren, und das ist das Gehirn. Voltaire geht nach England.
Auch das ist zunächst eine Katastrophe für ihn, denn Voltaire lebt mit allen Fasern und Sinnen von dem französischen Boden, von der französischen Sprache, vom französischen Esprit, von den Zirkeln, dem Temple und den anderen höfischen Zirkeln, wo freigeistig gesprochen wird, wo die literarische Fehde existiert, wo Pamphlete geschrieben werden, wo rasch reagiert wird. Er ist zeitlebens eigentlich ein überzeugter Pariser, ein Mann der größten Weltmetropole, und doch wird er den größten Zeit seines Lebens, wird er den Boden Paris nicht betreffen dürfen. Er geht 3 Jahre, in den Jahren 1726 bis 1729, nach England. Und England wird ihn prägen wie kein anderer Eindruck mehr. Denn England ist nicht nur das ökonomisch fortgeschrittenste Land, England ist neben den Niederlanden auch das geistig freieste Land. Es ist ein Vorbild auf dem Gebiet der Aufklärung. In dem Jahr, als Voltaire den Boden Englands betritt, da stirbt Sir Isaac Newton. Newton hat zusammen mit Francis Bacon und John Locke, dem großen Nachfolger von Thomas Hobbes als Philosoph, die Säkularisierung des Geistes vorgenommen, die Befreiung des abendländischen Denkens von der Vormundschaft der Kirche eingeleitet. Indem Newton die mathematischen und mechanischen Gesetze des Weltalls beschrieben und erklärt hat, kam er zu dem Schluss, dass der Kosmos ohne den unmittelbaren Einfluss und Eingreifen Gottes funktionieren könne. Und John Locke hat diese astronomische Erkenntnis sozusagen ins Philosophische gewandt. Er wurde ein Vertreter des Common Sense. Die englische Philosophie war eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes. John Locke hat gesagt, und Voltaire hat sich immer als Jünger von John Locke verstanden, John Locke hat gesagt, wir lernen durch die Sinne, durch das, was uns von außen gegeben wird. Und wir haben 2 Instrumente, mit denen wir die Welt begreifen und verändern. Einmal die Sinne und das andere ist der Verstand. Nihil est in intellecto, quod non ante fuerit in sensu. Nichts ist in unserem Intellekt, in unserem Kopf, was nicht vorher von den Sinnen vorgegeben war. John Locke wendet den Materialismus, den Empirismus, den Sensualismus, die Beobachtbarkeit des Gegebenen gegen alle philosophische Spekulation. Und John Locke ist es auch, der einen Staatsvertrag begründet, viel schärfer und konsequenter als Thomas Hobbes, der sagt, das Volk macht einen Staatsvertrag, es stellt den König als ersten Diener ein, es stellt ein Parlament ein als Kontrollfunktion, und wenn der König nicht funktioniert, kann das Parlament den König abberufen. John Locke steht dafür, dass jeder Mensch frei über Leben, Freiheit und Besitz verfügen kann. John Locke ist der Philosoph der Toleranz. John Locke ist der Mann, der der absoluten Monarchie einen Gesellschaftsvertrag, eine Konsensmoral, eine Vereinbarungsphilosophie gegenübersetzt. Und damit ist die englische Philosophie eine scharf antimonarchische Philosophie. Sie wendet sich unmittelbar gegen das, was auf französischem Boden noch praktiziert wird, dass nämlich der König von Gott eingesetzt ist und gesalbt ist, dass er Gottes Stellvertreter ist und dass dem König und der Kirche höchster Tribut sollen sein. Und in England sind es dann auch Freidenker und Deisten wie Shaftesbury, Tyndall und Toland, die so weit gehen zu sagen, Gott greift nach dem ursprünglichen Schöpfungsakt, nach der Creatio ex nihilo, nach der Schöpfung aus dem Nichts, greift er nicht mehr in die Welt ein, sondern er lässt in seiner Güte und in seinem Verstand die Menschen selbst gestalten und er überlässt den Menschen selbst Das ein Leben zwischen Gut und Böses in ihrer Brust zuzulassen. Das sieht Voltaire. Schnell lernt Voltaire Englisch. Voltaire sieht, wie die Parlamentarier von Westminster und aber auch die Londoner aus allen Ständen sich auf den Straßen der Stadt und in Debattiersclubs ohne Furcht über die Zukunft des Landes, über die politischen und die religiösen Fragen unterhalten. Locke sieht, dass hier die Adeligen und die Kirche genauso besteuert werden wie jeder Bauer und wie jeder Städter. Und er sieht, dass Bauern auf dem Land ihr eigenes Land haben. Das imponiert Voltaire, das wird er nie wieder vergessen. Er erlebt die Epiphanie, die Heraufkunft eines neuen Zeitalters und erlebt es sozusagen in vivo, lebend, nicht als ein philosophischen Konstrukt, als eine Utopie, erlebt es konkret von eigenen Augen. Er trifft dort auch mit dem größten Satiriker dieses Jahrhunderts, englisch sprechenden Satiriker, zusammen mit Swift. Und die Begegnung mit Swift, der ja gegen die Armut polemisiert hat, Gullivers Reisen ist ja eine ungeheure Auseinandersetzung, auch mit der Kirche und mit absolutistischen Gewalten. Es befruchtet ihn sehr als Prosaist,
Kurzgeschichtenerzähler und Romancier wird Voltaire sehr oft im Geiste von Jonathan Swift auf etwa auf die Form des Science Fiction zurückgreifen. Also wenn ich Ihnen mal was raten kann, kaufen Sie mal ein kleines Auswahlbändchen von den Kurzerzählungen von Voltaire. Das sind zum Teil etwa Micromegas, ist eine satirische Geschichte, wo Außerirdische vom Sirius diese Welt betrachten. Sie sind riesig, sind 50 Kilometer raus und Sie können nur durch eine ganz kleine Lupe können Sie die Menschen entdecken und denken ständig, was machen diese Ameisen da immer? Die schlagen sich ewig und ununterbrochen tot und dann nehmen Sie Kontakt zu denen auf. Also man lacht sich schimmlig und doch bleibt einem das Lachen in der Kehle stecken. Nach 3 Jahren kommt Voltaire zurück. Er ist imprägniert für die ganze Lebenszeit. Das demokratische Anliegen, das geht ihm nicht mehr im Kopf. Er hat etwas anderes erlebt. Es ist das Erlebnis, das klassisch ist für alle Emigranten. Emigranten sind unbequem, wenn sie zurückkommen. Die haben das eigene Land mal aus der Exzentrizität angeschaut, auch mal aus einer anderen Position. Die haben sich sozusagen über die Schultern geschaut. Ein Thomas Mann, der 1945 zurückkam, der wusste, was lief. Der hat diese ganze Adenauerische Restauration und diese NATO-Kirche, wie sie Eugen Trevermann besprochen hat, die in den 50er Jahren zum Wehrdienst wieder aufgefordert hat und den Kriegsdienstverweigerern in den Rücken gefallen ist. Dem Geschehen hat etwa ein Thomas Mann sehr reserviert gegenübergestanden, sehr, sehr kritisch gegenübergestanden. Das ist der Blick des Emigranten. Ich denke oft, die Emigranten sind oft, so paradox es klingt, das Kostbarste, was wir in unserer Geistesgeschichte haben. Und es ist schrecklich, was wir da alles vertrieben haben. Ich sage das auch als Psychoanalytiker, wenn ich denke, dass wir fast die gesamte deutsche psychoanalytische und österreichische psychoanalytische Crème de la Crème vertrieben haben, dass sie alle dann große Amerikaner geworden sind. Was für ein entsetzlicher Aderlass. Nun, Voltaire sagt nach dem Englandaufenthalt, sagt er, ein Bekenntnis. Freiheit des Gedankens macht das Leben der Seele aus. Es ist ein großes Unglück, dass es so wenig französische Nachahmer unserer Nachbarn, der Engländer, gibt. Wir sind bereits gezwungen worden, die Erkenntnisse ihrer physikalischen Wissenschaft zu übernehmen, sprich Newton, unsere Schiffe nach ihren Plänen zu bauen. Wann aber werden wir ihre edle Freiheit nachahmen, die darin besteht, den Geist jeden Aufschwung und Flug zu erlauben, dessen er fähig ist? Voltaire hat als Philosoph gesehen, dass der Geist die entscheidende Produktivkraft ist. Ich habe das vorher wieder bei dem Film von Franz Alt gedacht. Was hier einfach als Zukunftsvision gedacht wird, was in unseren Geist reingeht, das ist die Produktivkraft. Wir tragen es in unserem Kopf. Wir haben immer die irrige Auffassung, dass Fabriken die Produktivkraft seien. Nein, wir sind die Produktivkraft. Wir antizipieren die Zukunft. Wir haben revolutionäres, rebellisches Gedankengut in uns. Und deswegen ändert sich auch. Wie hat sich doch die Bundesrepublik auch zum Positiven geändert seit den schwarzen, muckigen und dumpfen 50er Jahren? Bei allen anderen Widersprüchen, die es nun auch wieder gibt, es ist kompliziert. Nun, Voltaire, um es nochmal ganz kurz zu sagen, er wird zu einem der größten Geschäftsleute seiner Zeit. Er etabliert sich jetzt als Multimillionär, also eine gerissene, tüchtige Zeit. Er war auch ein Gauner und ein Spitzbube und hat unglaubliche Sachen gemacht, hat seine Verbindungen ausgelöst. Ja, Friedrich II. War ihm nicht zuletzt so böse, weil er 2 ganz üble Geldgeschichten gemacht hat und den Friedrich II. Diskreditiert hat mit sächsischen Staatsanleihen, die kein preußischer Bürger kaufen durfte, mit Juwelen kaufen, die krumme Geschichten waren. Er hat hier etwas ganz Geniales gemacht. Ich habe selten über einen Philosophen so gelacht. Eines Tages hat der französische Präsident des staatlichen Lotteriewesens, denken Sie mal an die deutsche Lottogesellschaft, wenn man da reinkommt, da kriegt man ungeheuerliche Gehälter, ich kann sie nur wünschen. Der hat, um die Finanzen aufzubessern, wieder eine große Lotterie aufgelegt. Und einer seiner Vertrauten, ein Mathematiker, der hat erzählt, wie diese Lotterie funktioniert, bei einem Essen, bei dem Voltaire dabei war. Hat er genau erklärt, wie das mathematisch funktioniert. Und Voltaire hat mitgerechnet und hat gesagt, ich kann Sie nicht erklären, wie es im Einzelnen ging. Ich habe nie gefunden, hätte für mich mal interessiert, wie es im Einzelnen ging. Vielleicht könnte man was daraus lernen. Der hat gemerkt, wenn er alle Lose dieser staatlichen Lotterie aufkauft, dann wird er ungefähr, kommt ein Millionengewinn raus. Wenn er alle Lose kauft. Und es wäre wie wenn einer hier, um den Pool zu sprengen, einfach alles aufkaufen würde. Da war ein gedanklicher Fehler in dieser Lottoausgabe. Daraufhin hat er da so viel Geld auch nicht hatte. Hat er, man würde sagen, eine kleine Kommanditgesellschaft gegründet, hat die Ausgabe insgesamt alles aufgekauft. Dann haben sie vorgelegt. Nun hat sich der Generalkontrolleur der Lotterie geweigert, das auszuzahlen. Er musste nämlich eine Summe von mehreren Millionen Mark umgerechnet auszahlen. Und daraufhin haben die Geschäftsleute mit den Gerichten gedroht,
Darauf musste der staatliche Lotteriekontrolleur musste einlenken, denn es wäre ein Skandal ersten Ranges gewesen. Es hätte auch das Vertrauen in die Lotterie erschüttert. Und der Gewinn musste ausgezahlt werden. Voltaire hat allein damit einen Betrag von 2,5 Millionen Mark realisiert. Das ist sehr spannend, so eine Seite von ihm. Er hat im Übrigen noch viele andere Dinge gemacht. Er hat Kornaufkäufe gemacht. Er hat sich das Privileg gekauft, die Armee mit Stoffen beliefern zu dürfen. Also sehr philosophiefremde Dinge und hat dort sein gewaltiges Vermögen geschaffen. Er hat vor allen Dingen auch an Adelige Geld verliehen. Unter anderem sogar ist es ihm gelungen, das scheint mir meisterhaft, einem Schwaben Geld zu verleihen, nämlich dem König von Württemberg. Und er hat fleißig Zinsen bei Voltaire gezahlt, noch dem alten Voltaire. Kornaufkäufe, Aktienspekulation und dergleichen Dinge mehr. Voltaire hat aber auch mit dem Geld sehr viel Bedürftige unterstützt, sehr viel Gutes gemacht und vor allem in dem Kampf gegen Justizirrtümer und Justizverbrechen hat er sehr oft die Familien der unschuldig Verurteilten großzügigst unterstützt, dass sie später auf sein Landgut in Ferney kommen lassen. Hat er auch unendlich viel Gutes gemacht. Er war kein Mann, der das Geld sozusagen nur für sich selbst gebraucht hat, sondern er hat immer, es lag ihm ein Stück öffentlicher Wohlfahrt, lag ihm am Herzen. Das muss man sehen. Diese beiden Momente, da ist der Seneca sehr ähnlich. 1734 veröffentlicht er die philosophischen Briefe, über die wir nachher noch hören werden. In den philosophischen Briefen, das sind sehr viele Auslassungen über England, über seine Erfahrung mit England. Es ist eine Art Lexikon von verschiedenen Begriffen, von AB bis Zensur. Und da verpackt er sehr unschuldig in viel anderes Literarisches verhüllt. Da verpackt er seine revolutionären Ansichten, da verpackt er seine Philosophie der Vernunft, des aktiv tätigen Seins und des Abstreifens da. Geistigen und politischen Diktatur. In den philosophischen Briefen sind sehr berühmt geworden. Bereits in 2 Jahren waren 17 Auflagen. Er konnte sie nicht anfänglich unter seinem Namen veröffentlichen. Das meiste, was Voltaire veröffentlicht hat, war nicht unter seinem Namen, weil sofort unter die Zensur fiel. Die philosophischen Briefe sind sofort beschlagnahmt worden. Sie kamen anonym raus mit falschen Druckangaben und sie wurden vom Henker auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was nichts genützt hat, die französischen Drucker waren eine ungeriebene Kaste, die hat es immer wieder fertiggebracht, zum Teil von Deutschland her, vom Ausland her, im Ausland zu drucken und die Zensurbehörden zu täuschen. Und je mehr ein Buch verfolgt wurde, desto mehr wurde es gelesen. Wir dürfen nicht vergessen, Voltaire lebte in einem Land, in dem noch der Scheiterhaufen war. Das Jahrhundert der Aufklärung war immer noch das Land der Scheiterhaufen und es gab allein 5 Todesarten, mit denen hingerichtet wurde. Da gab es das Verbrennen auf den Scheiterhaufen, da gab es das Vierteilen, da gab es das Rädern, da gab es das Henken und da gab es das Köpfen. Es war schon lebensgefährlich, hier ein öffentlicher Denker zu sein. Und wie die philosophischen Briefe vom Henker auf dem Scheiterhaufen, auf einem der größten Plätze von Paris, verbrannt worden. Und wie der Verfasser stand MDV, Monsieur de Voltaire, aber er hätte es abstreiten können, wie der nun von der geheimen Staatspolizei, so nannte sie sich, Ludwig des 15., er gesucht wurde als Verfasser, da ist er geflüchtet. Und er ist geflüchtet, wieder einmal fluchtet, unglaublich unruhiges Leben. Er ist geflüchtet auf den Landsitz Kiré, in Lothringen, nahe zur deutschen Grenze, nahe zur holländischen Grenze. Und er ist geflüchtet mit der größten Liebe seines Lebens, mit Émilie du Châtelet. Und er wird mit ihr die nächsten 16 Jahre bis 1749 verbringen. Da war die Liebe, die Erfüllung in Voltaires Leben. Émilie du Châtelet war verheiratet mit einem französischen General, einem alten Haudegen. Es war eine kühle Ehe, aber man muss etwas sagen, der General du Châtelet hat die sogenannte Ménage à trois, also das Dreiecksverhältnis, hat er gebilligt. Er hat Voltaire versteckt, wenn es gefährlich war. Er konnte diese Lebensform leben. Und auch Émilie konnte diese Lebensform leben. Sie hatte 2 Kinder von ihrem Mann. Und Émilie war eine unerhört gebildete Frau. Wie Voltaire sie traf, war sie 27. Émilie hat große geometrische und mathematische und physikalische Experimente durchgeführt. Sie hat naturwissenschaftliche Bücher geschrieben, eine glühende Frau der Naturwissenschaft, äußerst gebildet, auch eine erotisch freizügige Frau. Und ich denke so manchmal, was hat dieses Jahrhundert auch Beziehungsformen zugelassen, die bei uns nur Dramen und nur glühende Eifersucht ausüben würde? Was gibt es auch für andere Denkformen, dass man zumindest einfach mal zulässt, was es noch so alles gibt? Aber er war 16 Jahre
lebte er dort und er war im Grunde genommen, er konnte nicht nach Paris zurückkehren. Er war wieder ein Emigrant im eigenen Land und er musste sich sozusagen an der Grenze aufhalten, damit bei seinen vielen Buchveröffentlichungen, wenn er wieder mal verfolgt wurde, aktuell neu verfolgt wurde, dass er ganz schnell flüchten konnte. Und einmal in einer bitteren Stunde schreibt er auch, was für ein furchtbares Leben, ewig von der Furcht geplagt zu sein, dass man auf die geringste Anzeige hin ohne jeden Prozess die Freiheit verlieren kann. Der Tod wäre mir lieber. Ich bin ganz ausgelaugt von Müdigkeit, niedergedrückt von Kummer und Krankheit. Das ist sicher das Diktum einer bitteren Stunde. Und es hat viele wundervolle Stunden dort gegeben. Er hat auch sein Vermögen eingebracht auf Kiri, hat geholfen, das Schloss zu renovieren. Er schrieb dort seine besten Theaterstücke. Er schrieb sein berühmtes Geschichtswerk Ludwig XIV. Er schrieb sein berühmtes kulturgeschichtliches Werk über den Geist und die Sitten der Nationen. Ein fortschrittliches Geschichtswerk, in dem er das arbeitende Volk, die Künste, die Wissenschaften, das Handwerk in den Mittelpunkt rückte und nicht mehr die Regenten und die absoluten Gottgesalbten. Und indem er gegen Jean-Jacques Rousseau, der mit seinem Retour à la Nature die Menschen zum Naturzustande wieder aufforderte, gegen Jean-Jacques Rousseau schrieb er das Hohelied der Zivilisation, der Aufklärung, des Fortschritts, der Philosophie und der Versittlichung. Ungeheuerlich produktiv. Voltaire war bei aller Leichtigkeit und Spielernatur und Exzessivität ein bienenfleißiger Mann. Also auf ihn trifft zu, wie auf keinen anderen, dass Genialität in allererster Linie sehr, sehr viel, wie sagt man immer, Transpiration ist statt Inspiration, also ungeheuerlich viel Schweiß verlangt. Eine produktive Zeit, sie endet tragisch, sie endet wieder mit einer Katastrophe, die fünfte Katastrophe in seinem Leben, ein unglaublich erschüttertes Leben. Und zwar mit einem fast tragikomischen Zügen hat diese Katastrophe. Émilie du Châtelet, eine sehr schöne, sehr feurige Frau, die es unter den Röcken gebrannt hat, die verliebt sich in einen jungen Offizier, Saint-Lambert. Und sie verliebt sich nicht nur, und es bleibt auch nicht nur kanonisch und akademisch und nicht nur ein Schläuchlein ins Ohr, sondern ganz konkret, sie wird schwanger. Sie wird schwanger. Und jetzt wird's ganz schwierig. Jetzt wird aus einer Ménage à trois, wird eine Ménage à quatre, also ein erotisches Kräfteparallelogramm. Da ist der General du Châtelet, da ist der Voltaire und da ist der Saint-Lambert. Und Voltaire bricht in furchtbare Tränen aus. Er weiß nicht, ob er Saint-Lambert fordern soll oder was nicht. Stattdessen fällt er in die Arme und sagt, du bist mein bester Freund. Die beiden versöhnen sich und sie sind bereit, auch so das Verhältnis weiterzuführen. Auch wieder ganz erstaunlich. Ich will nur mal sagen, was man alles beziehungsmäßig, welche Honigwaben man da anlagern kann. Und es ist wirklich mal, ich sage das auch sozusagen auch aus psychotherapeutischem Hintergrund, weil ich so oft, ist mein tägliches Brot, dass ich auch mal erlebe, dass Außenbeziehungen da sind, dass sich jemand mal verliebt in der Beziehung und dann werden immer so fürchterliche Katastrophen gemacht und ich denke immer, mein Gott, das passiert doch auch mal im Leben und oft dümpeln Ehen so vor sich hin und dann bricht endlich mal einer aus und tut mal was in Rebus Eroticis und dann sitzt der Partner und sagt, schauen Sie mal diesen Schweinehund und der hat es gemacht und lesen Sie ihm die Leviten, dann sage ich immer gerne, nee, du hast eigentlich das Bundesverdienstkreuz verdient, ja warum denn? Ja, du hast endlich mal ein bisschen Unruhe in den Saustall reingebracht. So, also, mein Gott nochmal. Ja, also, ich will hier nicht frivol sein, aber ich denke, das Leben ist auch Bewegung. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ein ganz Leben lang, jahrzehntelang, sich einfach nur an die Kette hängen lässt und nicht mal verlieben darf man, nicht mal in Gedanken darf man unkeusch sein. Mein Gott, wenn ich durch eine Fußgängerzone gehe, was da alles in meinem Kopf passiert. Furchtbar. Ja, das ist es doch. Das Tragische passiert, Émilie du Châtelet stirbt im Wochenbett, Voltaire ist völlig verzweifelt, er sagt, ich habe nicht nur den Verlust einer Geliebten erlitten, ich habe die Hälfte von meinem Selbst verloren, einen Geist, der meinen vollendet ergänzt. Hier kommt die Episode mit Preußen. Jetzt ist die Situation ganz, er versucht noch einmal im Jahr 1749 am französischen Hof anzukommen. Der französische Hof zeigt ihm die kalte Schulter. Der berühmteste, größte, meistgelesenste französische Autor, der er mittlerweile ist, darf nicht in die Hauptstadt zurückkehren, ganz zu schweigen eine Anstellung am Hof kriegen. Es erbittert ihn außerordentlich sein Biograf Jean Aurieux, und ich kann dieses Buch nur empfehlen, O-R-I-E-U-X. Jean Aurieux schreibt einmal,
dass der Bruch von Versailles, der Bruch mit Paris, der große Bruch im Leben Voltaires war. Jetzt geht er endgültig von Paris los. Man kann sagen, das war seine sechste Katastrophe. Und er geht nach Preußen. Seit dem Jahr 36 ist er im Briefwechsel, damals noch mit dem Kronprinzen Friedrich II., der große Freigeist, der Spötter, der Aufklärer, der sich den Voltaire wie ein Schmuckstück an seinen Hof holen will, der an den Hof die größten französischen Geister, Lametrie, Maupertuis, den großen Mathematiker holt, große englische Geister dorthin holt, italienische Geister erholt, der dort eine Art geistige Republik dort begründet. Da erwirbt wie ein Verliebter um Voltaire, und Voltaire ist geschmeichelt, denn das war seine Vorstellung, einmal der Berater oder Busenfreund eines Königs zu sein. Er ist es später auch zu einem Stück ein Berater der Katharina der Großen geworden. Jetzt geht er dorthin. Es sind 3 Jahre von großer Produktivität, von vielen tiefen philosophischen, staatsrechtlichen, literarischen Gesprächen. Er hat Friedrich II. Französische Gedichte korrigiert. Vergessen wir nicht, Friedrich II. Hat kein richtiges Deutsch gesprochen. Jeder von uns würde sich genieren, wenn er so ein saumäßiges Deutsch sprechen würde wie Friedrich II. Friedrich II. Hat grundsätzlich Französisch gesprochen. Der hat gesagt, Deutsch ist die Sprache der Kutscher. Und war schon, das müssen wir, diese Gebrochenheit, Frau Däubler-Quelin hat es ja gestern an einer anderen Stelle auch erläutert, wie sie sagte, der Friedrich II. War schon ein aufgeklärter Souverän, aber er war natürlich im Herzen gleichwohl auch ein ganz schönes Stück Absolutist. Der hat nie, hätte der gebilligt, dass die Rechte von der Volkssouveränität ihm abgerungen werden. Rechte hat er bestenfalls aus seiner königlichen Huld erteilt. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Friedrich II. Hat auch dunkle und schattenhafte Züge. Und es kam am Ende dieser 3 Jahre, was natürlich auch ein Affront war für das französische Königshaus. Der größte französische Denker und Philosoph und Literat und Historiker geht an das Königshaus des Todfeindes und wird dort der Berater und wird geehrt und kriegt ein gewaltiges Vermögen dort nachgeschmissen, riesige Gehalt ausgezahlt. Die beiden souveränen Geister, die beiden Könige Europas, der irdische König Friedrich II. Und der geistige König Voltaires, sie lieben sich und sie reiben sich. Sie versuchen es miteinander und sie können nicht. Denn beide sind sie in ihrem Bereich natürlich auch Souveräne. Der Friedrich II. Lässt sich nicht reinreden, duldet keinen politischen Berater, und Voltaire ist in geistigen Dingen unbestechlich. Es scheitert sicher auch an Voltaires Eitelkeit, Exzentrizität, an seinen dubiosen Finanzunternehmen, die er von Potsdam aus unternimmt, an seinen Indiskretionen und Illoyalitäten. Es scheitert aber auch am Friedrich II. Es ist unglaublich spannend, mal aus den Augen Voltaires das Psychogramm dieser Persönlichkeit Friedrich II. Zu sehen. Eindeutig, da braucht man hier gar nicht betonen, dass Friedrich II. Um die deutsche geistige Entwicklung ungeheuerliche Verdienste hat und um die Herauskunft des Landes Preußen und auch starke geistige Markierung gesetzt hat. Ich denke, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber ich denke, wenn wir so mit dieser Vokabel Friedrich der Große so großzügig umgehen, verschütten wir gern die Widersprüche. An den Widersprüchen hat sich Voltaire aufgerieben. Dieser absolute war ein Sadist. Der hat besondere Liebe Friedrich II. Vor seinem Potsdamer Stadtschloss das berühmte Spießrutenlaufen von straffälligen, delinquenten Soldaten stattfinden lassen. Das war kein Spaß. Da musste ein Soldat im Zweifelsfall 24 Mal durch das Spießrutenlaufen und hat in den 24 Passagen mit entblößtem Oberkörper 2000 Schläge empfangen. Viele sind gestorben an Kreislaufkollaps, an den Verletzungen, an Blutverlust, an Schwäche gestorben. Die haben das überhaupt nicht mehr erreicht. Viele waren verkrüppelt für ein Leben lang. Das muss man sich vor Augen machen. Das war, ich scheue das Wort nicht, das war eine KZ-Folter. Und da hat Friedrich II. Oben sich einen Sessel am Balkon hinrichten stellen lassen und hat vergnügt zugeschaut und hat Freunde dazu eingeladen. Das war ein Schauspiel. Es gibt auch diese dunkle, mittelalterliche Seite. Oder Friedrich II. War, wir erfahren es nicht nur aus den Augen Voltaires und auf den Aufzeichnungen Voltaires, Friedrich II. War berühmt für seinen sexuellen Missbrauch. Ich möchte kein Wort gegen sagen, gegen die Homosexualität Friedrich II. Das ist seine Privatangelegenheit. Aber es ist bekannt aus der Zeit, er hat ja immer seine langen Kerls gehabt, dass etwa, bevor er die Parade abgenommen hat, dass er 2 lange Kerls abgeordnet hat und die mussten es ihm, ich möchte es mal wirklich so ordinär ausdrücken, sie mussten es ihm sexuell besorgen. Das wäre heute strafgesetzlich die Unzucht mit Abhängigen. Auch eine Seite von Friedrich II. Oder Friedrich II. Hat aus Potsdam ein Gefängnis gemacht. Das war mit Stadtmauern umgeben, die Friedrich II. Noch hat erneuern lassen. Der aufgeklärte Souverän, wo eigentlich eine Stadtentwicklung war, wo man die Stadtmauern niedergerissen hat in Europa. Warum? Dass die Soldaten nicht flüchten können. Die Offiziere durften die Stadt Potsdam nur mit einer königlichen Erlaubnis verlassen. Kein General konnte ihnen dieses Permis geben. Das musste Friedrich II. Selber tun. Das ist schon die Waren gepresst.
Das waren keine Bürger in Uniform, das waren Zwangsgepresste. Oder Friedrich II. Hat eine Streitschrift von Voltaire, die der gegen Maupertuis, den Präsidenten der Preußischen Akademie in Berlin, richtete, hat er auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen. Eine Streitschrift seines eigenen Freundes Voltaire nach ganz absolutistischen und inquisitionären Brauch verbrennen lassen. Und Friedrich II. Hat Voltaire nicht ziehen lassen. Er hat ihn quasi wie einen Staatsgefangenen behandelt, quasi, ich sage das mit großem Vorbehalt, wie Voltaire wieder, wie er satt hatte, wie er nach Frankreich zurück wollte, wie er verheim wie zerfressen war, wie er es nicht mehr ausgehalten hat. Da hat ihn Friedrich II. Immer hinausgezögert, die Verweigerung, wieder Preußen verlassen zu dürfen. Und wie Voltaire endlich Preußen verlassen durfte und in Paris angekommen war, in Frankfurt Zwischenstation gemacht hat, da hat ihn Friedrich II. Durch preußische Polizei in der freien Reichsstadt Frankfurt sistieren, einkerkern lassen. Und Begründung war, dass Voltaire einen privaten Gedichtband von Friedrich II. Mitgenommen hatte. Und Friedrich II. Hat Angst, dass Voltaire sich literarisch an ihm rächt und die Gedichte an die Öffentlichkeit bringt und sie verreist. Und da war Voltaire auf freiem deutschen Boden in einer reichsfreien Stadt, wurde der widerrechtlich gefangen genommen und sehr, sehr gedemütigt. War ein Drama, das sich wochenlang hingezogen hat, bevor er nach Paris ging. Da war Voltaire geheilt. Er hat zwar mit Friedrich II. Bis zu seinem Lebensende einen Briefwechsel geführt, voller Respekt, aber es war der Respekt vor einem Löwen, vor einem unberechenbaren Löwen, der ihm einmal die Tatzen gezeigt hatte und er hat nie wieder sich getraut. Er hat auch, um noch einen weiteren Punkt anzuhören, er hat auch, das ist wenig bekannt, die Bürger unter Friedrich II. Durften das Land nicht verlassen. Und da habe ich noch was ganz Köstliches entdeckt. In den philosophischen Briefen, die in der DDR verlegt wurden, hat doch tatsächlich der Herausgeber einen Passus hineingeschmuggelt, der für jeden DDR-Bürger denkbar gewesen sein muss. Also ein Passus aus den philosophischen Briefen. Da schreibt Voltaire mit Blick auf das damalige Preußen, und man kann so sagen, in Anführungszeichen mit Blick auf die DDR, in manchen Ländern hat man angestrebt, dass es einem Bürger nicht gestattet ist, die Gegend, in der er zufällig geboren ist, zu verlassen. Der Sinn dieses Gesetzes liegt auf der Hand. Dieses Land ist so schlecht und wird so schlecht regiert, dass wir jedem verbieten, es zu verlassen, weil es sonst die ganze Bevölkerung verlassen würde. Das stand in der DDR-Ausgabe drin. Nun, ich will um die Zeit nichts überziehen. Es kommt die Rückkehr im Jahre 1753 und nun beginnt die große Altersphase von Versailles, von Voltaire. Er begibt sich an die Staatsgrenze, zunächst nach Genf, über die Grenze. Er kauft in Genf so eine Art Sanssouci, Les Delices, die Wonnen, ein kleines Gut. Er kauft dann in Ferney auf der französischen Seite der Grenze sein großes Landgut. Er geht wieder an die Grenzen Frankreichs. Er hat einen Fuchsbau. Wenn er verfolgt wird, kann er schnell von dem französischen Gut auf das Genfer Gut überwechseln. Wenn ihn die Genfer Calvinisten, von denen wir gestern gehört haben, wenn die ihn verfolgen, kann er ganz schnell nach Frankreich überwechseln. Dort vergräbt er sich. Er ist jetzt der berühmteste international anerkannte Autor Frankreichs. Man pilgert zu Voltaire, wie man zum Papst pilgert oder wie ein Mohammedaner nach Mekka pilgert. Man muss einmal als Aufklärer bei Voltaire gewesen sein. Er führt seinen Kampf gegen den Fanatismus, er führt den Kampf der Vernunft. Er baut dort vor allen Dingen dieses Ferney zu einem Landgut auf, wie eine kleine, ideale, konstitutionelle Monarchie. Unter dem Stichwort il faut cultiver le jardin, man muss den Garten pflegen, man muss ackern, da macht er das, was wir in diesen Tagungen beschworen haben, unser tägliches Brot. Er, aus dem kleinen Ort Gex, wo 100 verarmte Bauern leben, macht er eine blühende Kleinstadt mit 1100 Einwohnern. Er beutet den Boden nicht aus, er verbessert ihn, er macht ihn fruchtbar, er lässt ihm den Nutzen aus der Wissenschaft der Epoche zugehen. Er pflanzt Pflanzen an, er bestellt selbst eigenhändig den Boden, 20.000 Bäume pflanzt er. Er widmet sich der Seidenraupenpflicht, Zucht. Er lässt Uhrenmacher aus Genf kommen, die dort in der zünftigen Ordnung unterdrückt werden. Bei ihm können sie Uhren für ganz Europa bauen. Und er sagt einmal, der Zweig des wirtschaftlichen Lebens, aus dem alle anderen hervorgehen, ist die Landwirtschaft. Sie allein bringt die drei Dinge hervor, die der Mensch wirklich braucht. Nahrung, Kleidung und Dach. Es knüpft sich so an dem an, was wir gerade in dem Film gesehen haben. Der hat das geschätzt, ja. Wichtiger Punkt. Und er sagt, das scheint mir ganz prophetisch, dieser Voltaire, der nun wie ein Grundbesitzer dort ist, der seinen kleinen Hofstaat hat und seine Angestellten und seine Kammerzöfchen und seine Diener und eine eigene Kapelle sogar mit einem Jesuiten sich hält, der sagt, die beste Regierung ist diejenige, unter der man die wenigsten unbeschäftigten Menschen findet. Das heute ein Wort bei der Massenarbeitslosigkeit. Großartig.
Voltaire setzt sich gegen die Justizirrtümer seiner Zeit ein. Da ist einmal, wir haben das gehört, der Fall Servet. Rainer Huber hat uns das gesagt. Servet, ein freisinniger Arzt, der es in Genf wagte, den Gedanken der Trinität, diese ganz komplizierte Frage der Dreieinigkeit Gottes. Eugen Trivermann hat mal zu mir gesagt, auf die Frage, ob er mir die Trinität erklären könnte, hat er mir gesagt, darüber habe ich mal eine Oberseminararbeit geschrieben, mehr weiß ich nicht. Also da zerbrechen sich die Theologen die Köpfe. Dieser Servet, der Arzt, wurde dafür verbrannt auf dem Scheiterhaufen in Genf. Und Voltaire war es, der den Fall Servet posthum noch einmal aufgerollt hat und der die Gerichte gezwungen hat von Genf, den Fall zumindest juristisch rückgängig zu machen und Servet zu rehabilitieren. Das hat natürlich ganz Frankreich mitbekommen. Es war ein Schlag gegen die Kirche. Oder der Fall Calas. Calas war ein Hugenotte in Südfrankreich. Und dessen Sohn hat Selbstmord begangen. Der Sohn wollte zur katholischen Kirche übertreten. Und nun haben die Mönche in dem kleinen Ort, haben behauptet, der Vater hätte den Sohn aufgehängt, weil er die Konfession wechseln wollte. War für einen Hugenotten ein undenkbares Ding, weil die Hugenotten haben die Toleranz in ihrem Programm drin. Der Vater Calas wurde gerädert und ermordet im Rahmen eines ganz aufwendigen Justizprozesses. Und die ganze Familie wurde natürlich wirtschaftlich ruiniert. Voltaire hat die Familie zu sich kommen lassen, hat die Akten kommen lassen. Hier zeigt sich auch mal, dass seine juristische Ausbildung sinnvoll war. Voltaire war als Jugendlicher von seinem Vater mal kurzfristig in eine Kanzlei gesteckt worden. Er hat den gesamten Fall aufgearbeitet, er hat ihn Frankreich vorgelegt. Und der Vater Calas wurde nach seinem Tod rehabilitiert. Die Familie konnte nach Frankreich zurückkehren und Kirche und Justiz hatten eine ungeheuerliche Schlappe erlitten. Das ist etwas, was man hier gar nicht, da wäre ein eigener Vortrag, Voltaires Kampf gegen die Justizirrtümer. Hier hat er konkret für Gerechtigkeit gesorgt. 1774 stirbt Ludwig XV. Endlich scheint Platz, dass Voltaire zurückkehren kann. Es dauert noch 4 Jahre. 1778, also als 84-jähriger Mann, kehrt Voltaire zurück. Er wird triumphal in Paris umjubelt, nicht enden wollende Ovationen. 500.000 Pariser sind auf den Beinen. Man will ihn die Pferde von der Kutsche aushängen, man will ihn zu Fuß in sein Quartier tragen. Er wird von der Comédie Française wird er geehrt. Man umkränzt ihn mit Lorbeer. Die Menschen weinen, wenn sie ihn sehen. Er ist der Mann der Aufklärung, er ist der Mann des Fortschritts. Seine Zeitung, die Correspondance, die er in Ferney herausgegeben hat, in dieser kleinen monarchischen Republik, wenn man so will, wird von allen gebildeten Franzosen gelesen. Es sind ungeheuer die Freimaurer, ernennen ihn zu ihrem Ehrenmitglied. Nur der König hält sich ostentativ fern. Der neue König Ludwig XVI. Noch ein dümmerer Tropf als Ludwig XV. Ungeheuerlich bigott. Nur zwei Leidenschaften, des Schlossern und des Jagen. Voltaire übersteht die Anstrengungen nicht. Er stirbt am 30. Mai 1778, aber er stirbt, während noch die Ovationsrufe des Volkes unter seinem Quartier ertosen. Um seinen Leichnam gibt es eine tragische Geschichte. Es besteht die Gefahr, dass er kein kirchliches Begräbnis bekommt. Es war nicht möglich, ihm die katholischen Sakramente zu geben. Er hat nur gesagt, ich verehre das höchste Wesen und bitte allen, die ich Unrecht getan habe, um Verzeihung. Das Aetre Supreme verehre ich, aber ich bin nicht bereit, eure katholischen besonderen Sakramentdienste in Anspruch zu nehmen und auf eure Ideologie am Schluss zu Kreuz zu kriechen. Es wird ihm das Gehirn entnommen, es wird ihm das Herz entnommen, es wird eine Autopsie vorgenommen, er wird wieder in Kleider gekleidet, der Leichnam wird in eine Kutsche gesetzt, der Leichnam wird, also man sagt, Voltaire lebt noch und er wird außer Paris gebracht, er soll nach Ferney angeblich zurückgebracht werden und in der Abtei Cellier wird er beigesetzt, da ist ein freisinniger Abt und was der Bischof in Paris verweigert, eine Messe für ihn zu lesen, ein christliches Begräbnis zu gehen, das tun diese tapferen Mönche und ihm wird nicht nur eine Messe gelesen, sondern weil alle 6 Priester der Abtei ihm eine Messe lesen wollen, wird an den Seitenaltären 6 Messen gelesen. Guter Voltaire, dies ist gut gegangen im Tod. Und er wird 1791 im Rahmen der Revolution wird sein Leichnam überführt von dort in das Pantheon, also die alte Kirche Saint-Geneviève. Er wird unter die Großen der Nation aufgenommen. Es wird erkannt, er ist ein Vorläufer der Revolution. Und im Jahre 1814 kommt die Gegenrevolution, die Restauration. Ultrakonservative Monarchisten entführen den Leichnam aus dem Pantheon. Sie schmeißen ihn in eine Kalkgrube, sodass wir heute hier nichts mehr haben von Voltaire. Einzig sein Herz ist in einem Silberetui in der Französischen Nationalbibliothek noch aufbewahrt. So lang geht der Kampf um Voltaire.
Voltaire, seine Gesamtausgabe, kann auch nicht in Frankreich gedruckt werden. Beaumarchais, der berühmte Beaumarchais, gibt sie jenseits von Elsass in Kehl unter dem Schutz des württembergischen Königs, der sich daran ein Stück Geld verdient, gibt er sie heraus. Und heute erscheint seine Gesamtausgabe in 120 Bänden. Er ist auf CD-ROM enthalten und vor allen Dingen sein gewaltiges epistolares Werk, sein Briefwerk, in über 20.000 Briefen liegt vor. Er war einer der großen Briefschreiber dieses Jahrtausends. Voltaire, sein geistiges Werk, ich will es knapp machen, was war sein wichtigstes Anliegen? Als Philosoph war er, wie gesagt, dem englischen Aufklärer John Locke war er verpflichtet. Er kämpfte gegen einen sinnlosen Optimismus, er kämpfte gegen Leibniz. Er hat gesagt, so einfach kann man es sich nicht machen. Die Welt ist von tiefen Widersprüchen zerrissen. Die beste aller Welten kann ich nicht sehen. Und er wurde bestärkt, wie 1755 das große Erdbeben von Lissabon war. 30.000 Menschen werden in Sekunden sind tot. Und da schreibt er in seinem berühmten Gedicht über das Erdbeben von Lissabon: O unglückselige Menschen, bejammernswerte Erde, o aller Sterblichen erschreckendes Gemenge, unsinniger Leiden, unaufhörliche Qual, betrogene Philosophen, die ihr schreit, alles ist gut. Kommt her und seht die grässlichen Ruinen, die Trümmer, Fetzen, jammervolle Asche, die Frauen und Kinder in Massen durcheinander, verstreute Glieder unter Marmortrümmern. Und er sagt gegen die Theologen: Behauptet ihr im Anblick dieser Opfer, Gott rächt sich und ihr Tod ist ihrer Sünde Sold? Fragezeichen. Welches Verbrechen begingen diese Kinder, blutig zerschmettert an der Mutterbrust? Und hier kommt der tiefe, existenzielle Denker unter dem leichten Spötter Voltaire vor, der einfach die schrecklichen Widersprüche dieser Welt sieht, der eine eisige, existenzielle Situation empfindet, der daran leidet. Er sagt hier, der Mensch weiß nicht, woher er kommt. Gott schweigt und der Mensch weiß nicht, wohin er geht. Wer bin ich denn und wohin geht's? Woher kam ich? Atome wirbeln über dieser Masse Schlamm, die Tod verschlingt, nach der kein Schicksal fragt. Doch Denken der Atome, Atome, deren Augen geleitet vom Gedanken den Himmel aus gemessen. Aus dem Unendlichen erheben wir das Sein, doch ohne uns zu sehen, uns zu erkennen. Die Welt, Schauplatz sowohl von Hochmut und von Irrtum, ist voll von Unglücklichen, die dieses Glück beschwören. Und er setzt seine Hoffnung auf die Zukunft, er setzt seine Hoffnung auf den kritischen Zweifel. Bei Voltaire kommt die Aufklärung zu ihrer eigenen Aufklärung. Sie sieht die Grenzen. Es ist eine aufgeklärte Aufklärung. Der Mensch bei aller Tüchtigkeit, bei all seinem Projekt Moderne, bei allem unerhört ingeniösen Vermögen, er ist doch auch ein Geworfener. Und Voltaire hat auch den Mut, das scheint mir sehr philosophisch, auch zu sagen, es gibt Fragen, die wir nicht beantworten können. Es gibt ein altes Spottwort, was in der Philosophie so gern gesagt wird. Da wird gesagt, die Theologen haben die Aufklärung ganz fest im Tresor, die Offenbarung. Die haben, sie wissen es ganz genau. Die Philosophen haben die Fragen. Voltaire stellt sich der Aporie, der Weglosigkeit, der Unlösbarkeit. Er sagt, das müssen wir aushalten, diese Spannung. Und wir müssen schauen, trotz allem unser kleines Glück daraus zu keltern. Wir müssen lernen, die Heilslehren, die Ideologien, die Totalitären, die uns alles versprechen, kritisch zu durchschauen. Und er macht es in seinem großartigen Roman Candide oder der Optimismus. So heißt das Buch. Das möchte ich Ihnen empfehlen, die Geschichte des jungen Candide, der in einem westfälischen Fürstenhaus Wasserburg aufwächst und dem sein philosophischer Lehrer Pangloss immer sagt, die Welt ist gut, es ist die beste aller Welten, die Nase ist dazu für geschaffen von Gott theologisch und teleologisch, dass die Brille drauf sitzt, alles ist zum Heil. Und wie die geliebte Kunigunde, dieses grobschlächtige Westfalenweib, das so unendlich begehrt wird von Candide, wie die vergewaltigt wird und geschlagen wird und als Sklavin verkauft wird und gebrandschatzt wird und er trifft sie wieder. Immer sagt der Lehrer Pangloss, es ist die beste aller Welten und das ist Kunigunde so gegangen ist. Da hat sich der liebe Gott dabei was gedacht. Es ist alles zum Besten. Eine turbulente, witzige Geschichte, die bis nach Lateinamerika führt und die abenteuerlichsten Begegnungen mit Piraten und Kaufleuten und der spanischen Inquisition und dem Erdbeben von Lissabon beinhaltet. Am Ende des Candides heiratet Candide, findet endlich seine Kunigunde wieder am Strand von Istanbul, verschlagen und sie können erstmal gar nicht zurück nach Europa. Und er heiratet sie eigentlich nur noch aus Treugefühl, er mag eigentlich gar nicht mehr. Und dann kommt aber ein wundervoller Satz, nach all diesem ungeheuerlichen Elend heißt es: Il faut cultiver notre jardin.
Wir müssen jetzt daran gehen, unseren Garten zu beackern. Mut zum Arbeiten, Mut zum Zupacken, das ist Voltaires Botschaft. Und ein letzter ganz wichtiger Punkt von Voltaire ist, das ist die Botschaft des handelnden Umgangs mit der Welt und des kritischen Umgangs mit der Welt. Seine letzte Botschaft ist die natürliche Religion. Und das knüpft an all dem an, was wir von Eugen Drewermann und Rainer Huber hier gehört haben. Eine Religion zu begründen, die die Herzen ergreift. Eine Religion, die die Völker verbindet, anstatt sie zu trennen. Eine Religion, die sich mit den innersten emotionalen Impulsen verbindet, die unsere Sehnsüchte, unsere Ängste formuliert, die uns Begegnungen ermöglicht mit den anderen und die uns selbst wertvoll macht. Er sagt, wie es ist grauenvoll, wenn die Religion, die die Menschen trösten soll, dazu missbraucht wird, sie zu quälen. Ich finde, von allen Geißeln ist die Angst die schlimmste. Und er sagt, er wendet sich gegen den Reichtum der Bischöfe, der reichen Kirche und sagt, warum sind diese Nachfolger des armen Jesus alles reich? Warum verbreiten sie den Aberglauben? Und er sagt einmal zu diesen Bischöfen, sagt er, zittert vor dem anbrechenden Tag der Vernunft. Und der Tag ist gekommen. Und das war 1789. Und da ist die offizielle Herrschaft der katholischen Kirche in Frankreich beendet worden und die Trennung von Staat und Kirche eingesetzt worden. Er wendet sich gegen die Inquisition. Hier sind wundervolle Zitate. Das müssen Sie einfach mal selber lesen. Die philosophischen Briefe gibt es als Taschenbuch. Die sind glänzend zu lesen. Ich möchte Ihr Herz erwärmen, auch Philosophie sich anzueignen. Das ist nichts, was für diese Sturböcke und diese akademischen Sesselfurzer da in den Universitäten. Das ist was für Sie. Das müssen wir selber uns aneignen. Und er sagt, ich wage zu behaupten, dass von allen Religionen der Deismus am weitesten in der Welt verbreitet ist. Der Deismus ist so etwas wie eine Sekte ohne offiziellen Zusammenschluss, ohne Kult, ohne Zeremonien, ohne Streitigkeiten und Bekehrungssucht. Und er hat sich über die Welt verbreitet, ohne dass man ihn gepredigt hätte. Er sagt, das Wesen des Deismus, dieser Gott ist da und er hat uns diese Welt eingerichtet, dass wir gut mit ihr umgehen, dass wir diesen schönen blauen Planeten achtsam behandeln und dass wir uns und den anderen achtsam behandeln. Er sagt, da gibt es zwei ganz einfache Gesetze dafür. Die Moral ist bei allen Menschen die gleiche, also kommt sie von Gott. Der Kultus ist verschieden, also ist er das Werk der Menschen. Und da alle Menschen Brüder sind und denselben Gott anerkennen, ist es abscheulich, wenn sie einander verfolgen, weil sie ihre Liebe zum Vater auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Er wendet sich gegen den Fanatismus und er sagt wunderschön, ganz im Geiste eines Giordano Brunos, sagt er zum Être Suprem, zu diesem höchsten Wesen, er nennt es nie anders, er sagt, wir fühlen, dass wir unter der Hand eines unsichtbaren Wesens leben. Das ist alles und darüber hinaus können wir nicht weiter vordringen. Sinnlose Vermessenheit ist es, herausbekommen zu wollen, was dieses Wesen ist, ob ausgedehnt oder nicht, ob an einem Ort existierend oder nicht, wie es existiert und wie es wirkt. Und er sagt, schuldet ein denkendes Wesen auf irgendeinem Stern der Milchstraße ihm nicht die gleiche Verehrung wie die denkenden Wesen auf unserer gleichen Erde? Das Licht ist für den Sirius und für uns dasselbe und die Moral muss es auch sein. Wenn irgendjemand auf einem Stern der Milchstraße einen hilfsbedürftigen Krüppel sieht, deren Not er lindern könnte und es dennoch nicht tut, verstößt er gegen die Moral aller Welten. Und er sagt, eine wahre Religion muss für alle Zeiten und überall wahr sein. Sie muss sein wie das Licht der Sonne, das allen Völkern und allen Generationen leuchtet. Wenn ich mal denke, das Licht der Sonne, ich werde nie vergessen, als kleiner 10-jähriger Junge, das Licht der Sonne bedeutete für mich ein düsteres Kolleg und immer der schwarze Habit der Jesuiten, dieser körperfeindliche schwarze Habit. Wir haben manchmal beim Jesuiten einen kleinen Spiegel unten unter die Kutte gehalten, um zu sehen, ob der lange Unterhosen hat oder kurze Unterhosen. Wir wollten mal ein Stück von seinem Fleisch, von seinem Körper sehen. Das scheint mir heute sehr bedeutend. Oder er sagt, fast alles, was über die Anbetung eines höheren Wesens und die Unterordnung des Herzens unter dessen ewig sich gleichende Gebote hinausgeht, was über die Anbetung seines Wesens und die Unterordnung des Herzens unter seine ewig sich gleichbleibenden Gebote hinausgeht, ist Aberglaube. So deutlich sagt er es. Und er sagt, wenn Jesus Christus heute wieder auf die Erde käme, würde er sich in einem einzigen von denen wiedererkennen, die sich den Namen Christi geben? Das sagt der Spötter, das sagt der sogenannte Atheist Voltaire. Er hat eine tiefe, aber eine befreiende Gläubigkeit. Und ich möchte enden mit einer Vision. Ich war sprachlos, wie ich das ausgerechnet bei Voltaire entdeckt hatte. Ich hätte es bei Renan irgendwo erwartet, aber nicht bei Voltaire. Er begegnet einmal in einem philosophischen Wörterbuch in der Nacht einem Erzengel, der ihn in die sogenannten Intermundien, in die Zwischenräume zwischen den Sternen führt. Und da begegnet er Tausenden von Menschen, die in den Religionskriegen geschlachtet, ermordet, ertränkt, verbrannt wurden. Er begegnet den Hunderttausenden Opfer der Inquisition. Aber er begegnet Voltaire in dieser Vision, in diesem Traum, begegnet er auch Pythagoras, Sokrates und Jesus. Und wie anrührend beschreibt uns
Voltaire diesen Jesus. Er beschreibt es so, dass ich denke, dass ihn Gläubige und Ungläubige ihn gleichermaßen annehmen können. Dort erblickte ich einen Mann mit sanften und arglosem Gesichtsausdruck. Er schien etwa 35 Jahre alt zu sein. Von weitem warf er mitleidige Blicke auf die Berge von ausgeblichenen Knochen, also den Opfern der Inquisition, zwischen denen man mich nach der Wohnstätte der Weisen geführt hatte. Ich wunderte mich, dass seine Hände und Füße geschwollen und blutig, die Seite durchstochen und seine Rippen von Geißelhieben bloßgelegt waren. Lieber Gott, sagte ich zu ihm, wie kann ein Gerechter, ein Weiser so zugerichtet sein? Ich habe eben einen gesehen, mit dem man abscheulich umgegangen ist. Er meinte den Servet. Aber seine Qualen sind nicht mit deinen zu vergleichen. Bösartige Priester und gehässige Richter haben ihn vergiftet. Bist auch du von Priestern und Richtern so grausam ermordet worden? Jesus bejahte meine Frage sehr freundlich. Du hast sie wohl eine neue Religion lehren wollen? Durchaus nicht, antwortete Jesus. Ich habe ihnen nur gesagt, liebet Gott von ganzem Herzen und euren Nächsten wie euch selbst. Dann seid ihr rechte Menschen. Du wirst zugeben, dass dieses Gebot so alt ist wie die Welt und dass ich ihnen keine neue Religion gebracht habe. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, dass ich nicht gekommen sei, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Wie, sagt Voltaire, diese Elenden konnten dir nicht einmal vorwerfen, ihre Gesetze übertreten zu haben? Bestimmt nicht. Warum haben sie dich dann so zugerichtet? Was soll ich dir sagen? Sie waren sehr hochmütig und eigennützig. Sie sahen, dass ich sie durchschaute. Und Voltaire fragt, muss ich mich für die griechische oder für die römische Kirche entscheiden? Jesus, ich habe keinen Unterschied gemacht zwischen dem Juden und dem Samariter, als ich auf Erden wandelte. Nun, sagt Voltaire, wenn es so ist, sollst du mein Lehrer sein. Dann nickte er mir zu und ich fühlte mich getröstet. Die Vision schwand. Das gute Gewissen blieb. Voltaire. Und 262 Jahre später schreibt Eugen Trivermann in dem neuen Interviewband, über den wir sprachen, näher zu Gott, nahe bei den Menschen. Und Gwendolin Jartschik. 260 Jahre später nach Voltaire und seiner Religionskritik und seiner Vision einer natürlichen Religion und des Être Supremes. Da schreibt Eugen Trivermann, es genügt, den Untergang der römischen Kirche seit Voltaire bis heute zu betrachten, um zu erkennen, dass wir es nunmehr, 260 Jahre später, mit einer musealen, geistigen Gestalt zu tun haben, die nur noch auf dem Hintergrund ihrer vergangenen Herrlichkeit einen gewissen Stolz behält. Und ich komme, längst wichtig, ja, ich komme zum Schluss. Kant hat einmal am Ende des Voltaireschen Jahrhunderts gesagt, befragt nach dem Stand der Aufklärung, nach dem Lebenswerk Voltaires sozusagen, da hat er gesagt, wenn denn nun gefragt wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter, so ist meine Antwort nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Dass die Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im Ganzen genommen schon imstande wären, in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen, daran fehlt noch sehr viel. Allein, dass jetzt ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten und die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung oder des Ausganges aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit allmählich weniger werden, davon haben wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter der Aufklärung. Und Kant fügt an einer anderen Stelle hinzu, in den Träumen eines Geistersehers, Auseinandersetzung mit dem schwedischen Esoteriker, kann man sagen, und Schwindler Swedenborg, wo er sich, man könnte sagen, heute mit reaktionären, obskurantistischen Tendenzen der Esoterik auseinandersetzt. Das erkannt, da unser Schicksal in der künftigen Welt vermutlich sehr davon abhängen wird, wie wir unseren Posten in der gegenwärtigen verwaltet haben, so schließe ich mit demjenigen, was Voltaire seinen ehrlichen Candide nach so viel unnützen Streitigkeiten zum Beschlusse sagen lässt. Lass uns unser Glück besorgen, in den Garten gehen und arbeiten. Voltaire wurde damit zu einem Vorläufer, einem Vordenker der Französischen Revolution, des bürgerlichen Fortschritts, des tätigen Menschen als Mittelpunkt der Nation. Viktor Klemperer, der Romanist, dessen großartige Tagebücher aus dem Dritten Reich jetzt veröffentlicht wurden, der sagt einmal, wüsste Voltaire, welche ungeheure Arbeit ihm an der Vorbereitung der Revolution zukommt, so wäre er aufs Tiefste erschrocken. Er selber hat Persepolis, sprich Paris, viel zu sehr geliebt, als dass er es hätte zerstören wollen. Er war
in Teilen noch ein Vertreter auch der alten Ordnung als Großgrundbesitzer, als sich selbst Adlermann. Und trotzdem hat er zum Teil sogar wider seinen Willen die Revolution, den Fortschritt, die Versittlichung des Menschengeschlechts geführt. Und er hat sich geweigert, mit Rousseau zu sprechen, dass der Mensch sich nochmal auf alle Viere zurückbegibt. Er hat gesagt, die Zivilisation ist unser Schicksal, daran müssen wir arbeiten. Und wir müssen auch ihre Gefährlichkeit, ihre Grenzen sehen. Welche Moderne? Voltaire, der Spötter und heitere Epikureer, der liebte aber auch, und das scheint mir wichtig zum Schluss zu sagen, der liebte auch das Leben mit allen Sinnen. Er hat am Schluss noch eine Liebe gehabt zu seiner Nichte, zu Marie-Louise Denis, die mit ihm den Haushalt geführt hat, in Versailles das Haus in Ferney geleitet hat. Und er sagt einmal, wir sind nicht nur auf der Welt, um Plato und Leibniz zu lesen, Kurven zu messen und unserem Gedächtnis Tatsachen einzubringen. Wir sind mit einem Herzen geboren, dem wir Genüge leisten sollen, mit Leidenschaften, die wir befriedigen müssen, ohne uns von ihnen beherrschen zu lassen. Und er endet an einer anderen Stelle, ich freue mich des Lebens. Es ist zu nichts anderem gut, als sich zu freuen. Jedes Kind, alt oder jung, braucht seine Seifenblasen. Und ich denke, seien wir tapfer mit Voltaire gegen das Unrecht, wo überall es sich stellt. Und genießen wir mit Voltaire die Seifenblasen des Lebens. Ich danke für die Aufmerksamkeit.